Grenzkriminalität ist gerade in unserer Region ein großes Problem. Die Straftaten haben im letzten Jahr im Spree-Neiße-Kreis wieder zugenommen. Die Zahl der Kriminalitätsfälle ist von rund 19.000 auf 22.000 gestiegen. Vor allem Fahrraddiebstähle nehmen immer weiter zu. Fahrräder, die entwendet werden, haben inzwischen einen relativ hohen Wert. Sehr viele Bürger in Brandenburg kaufen sich inzwischen Fahrräder, die 400, 500, 600 Euro oder sogar mehr kosten. Diese Fahrräder sind sehr, sehr leicht zu entwenden, weil sie häufig mit einfachen Fahrradschlössern gesichert werden. Sie sind sehr leicht zu Geld zu machen. Das ist also der Grund, weswegen sie sehr gerne entwendet werden. Im Vergleich zum Land ist der Anteil der Diebstähle ziemlich hoch. Im letzten Jahr wurden 872 Fahrräder mehr gestohlen als in 2013. Dabei spielt vor allem die Beschaffungskriminalität eine große Rolle. Die Droge Crystal Meth ist immer weiter verbreitet in der Region. Um sich dieses Gift zu beschaffen, begehen vorrangig junge Erwachsene Straftaten im grenznahen Raum. Das bedeutet, diese Personen leben davon, dass sie Straftaten begehen, um ihren Crystal Meth-Konsum zu finanzieren. Sie müssen wissen, ein Gramm Crystal kostet zwischen 50 und 80 Euro. Und es gibt Crystal Meth-Konsumenten, die bis zu 2000 Euro im Monat benötigen, um ihren Konsum zu finanzieren. Einen positiven Trend gibt es aber. Die Zahl der Verkehrsunfälle ist um 232 gesunken. Unfallursache Nummer 1 ist und bleibt immer noch Wild. Laut Statistik verursachen aber mehr Senioren als Jugendliche Unfälle.